Cheesh. Ja, was geht ab? Bad Pyrmont, könnt ihr mich hören? Crack Flock ist fresher denn je. Wir haben TikTok seine Mutter gefickt. Ja, steh mal auf, Jan Tochra. Steh mal auf, Jan Tochra. Ich hab so Angst, dass es irgendwelche Probleme geben wird, Digga, am Flughafen. Ja, das Ding ist, du hast nicht mal deutsche Post, du bist irgendein Flüchtling. Oder? Ich störe deswegen, Digga. Aufenthaltstitel in deinem eigenen Arsch. Das wird zu Müll, Digga. Schwarz, Rot, Gold, wir stehen an deiner Seite und wir holen uns den Pokal. Und ich muss auf den Namen. Deutsche Pah! Daran erkennst du einen Kanaken, Digga. Er fährt 7er, er schiebt Dicken, aber Reichweite 20 Kilometer haben wir noch rein. Reifenbefüll hin. Bremsbeläge. Autoservice gefickt. Ich bin jetzt in Berlin angekommen, bei meinem Friseur. Ich habe eigentlich den Laden nur aufgemacht, damit ich umsonst Haare schneiden kann. Sag mal hallo zur Kamera. Hallo! Nummer 1 in Berlin, was Haare schneiden angeht. Salam, Bruder, kollege gestern. Alles klar? Alles bei dir? Auch gut. Muss. Napion, Digga? Allah, ihr geht schon schön, sehr. Ich verstehe, wenn man aus der Türkei kommt mit dieser Tasche. Aber es gibt Leute, die gehen in die Türkei mit dieser Tasche. Ich verstehe. Sag mal, wie war der Flug? Bruder, Wallah, eine Stelle. Kennst du das, wenn alles kribbelt, aber komplett bis zu Fuß? Alles, Bruder. Ich werde ein Video machen, wo es nur um Flug geht, Rückflug. Ein ganzes Video, nur die Angst von Maus. Ey, bu çantayı kapalı çarşıdan mı aldın Digga? Yeni aldım çarşıya. Kapalı çarşı. Karadeniz pidesi abi. Abi Louis Vuitton maskı var abi. Kunde ist König, kommt und fickt. Amonakoyim. Giray. Geht? Geht, krass, Alter. Geht. Die Tasche von Yusuf war schon krass, ne? Aber ey, Güray, kemerini göstersene bir. Boah! Einen roten Gucci-Gürtel habe ich auch in meinem Leben noch nie gesehen. Ja, ganz ehrlich, Digga, das ist ein ganz harter Kerl, Digga. Das ist ein ganz harter Kerl, Digga. Langireland! Was geht, Land? Ja, was geht, Land? What is that? You say Francis, ne? Francis. Ich bin in Francis Okul, Mabe. Your French school? Yeah. You learn the French? Yes. French. Warum, Amanavim? And when I was 15 years old, I went to French school. My family wants me to go to French school. Ah, tamam, okay. Jo, Güray, wenn du uns nicht fixst, Amanavim. Seit einer Stunde gehen wir irgendwo hier Sackgasse. Erlaubt, wir müssen hier lang gehen. Erlaubt, Junge, von wo hast du denn diese Straße gefunden, ja? Von Lena. Junge, ich sage euch, kann sein, dass das meine letzte Aufnahme ist. Macht inshallah euer Hakalal. Ey, Digga, Junge, was sind das für krasse Gassen, Digga? Lang, steht mal auf, ihr Selebi! Ich lieg einfach da. Schuh, Josef! Josef de Souza! Schuh, Bankkaufmann! Schuh, Bankleiter! Schuh, Libanese! Was bist du schon mal jetzt? Der ist richtig total schaden, Digga. Ja. Digga. Richtig. Sana sabahta bir mesajım var. Lakşı ya kere, Lakşı ya kere. Boy, Junge, ach İstanbul. Du Bastard, es gibt 6 Zimmer hier, 6 Zimmer. Ja, hier. Es gibt 100 Zimmer. Warum liegt die nebeneinander? Seid ihr verliebt? Lak, steh mal auf, Herr Selemi. Verpiss von mir! Mann, ich hasse ihn, ja! Warum kommt der mal hier? Wir sind jetzt gerade frühstücken und um 17.30 Uhr bin ich beim Call of Duty Turnier von Amar dabei. Cappuccino! Kommt auf jeden Fall der schmerzhafte Teil an der ganzen Geschichte hier. Hassab, Hassab! Wow!
Arkan dön, arkan dön, arkan dön, arkan dön. Yallah. Yallah, zirni otağında. Gündeyiz König. Gündeyiz König. Habibi, Kunde ist König. Nicht zu ficken ist für diese Hunde unmöglich. Mashallah. Das dient als Beweisvideo, dass wir nicht von Kapalle Charge die Gucci-Letten geholt haben. Weil wir haben die gleichen. M&M, damit ihr Bescheid wisst, ist original. Erst von den Toten. Erste Runde epischen geholt. Digga, ich sage nur, ich habe nur einen Kill. Meine Teammates haben zusammen 30 Kills, ich nur einen. Letzte Runde. Die kämpfen gerade, letzte Runde. Die schießen irgendwo und ich sag, ey Jungs, sag mir nur wo. Ich hab diesen Laserstrahl. Boah! Ich hoffe einfach, du gewinnst. Hol das Geld nach Hause, Habibi. Ja, Leute. Ich wurde leider nur Vierter oder Fünfter, glaube ich. Es haben nur ein paar Punkte gefehlt. Wurde leider nichts mit dem Preisgeld, aber egal, hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall gehe ich jetzt schlafen. Das war's mit dem Jack-Vlog. Morgen geht's weiter mit dem Musikvideo. Dazu werde ich auch ein Making-of drehen. Bleibt auf jeden Fall stabil. Die Tage kommen coole Videos, Making-of. Danach beim Rückflug werde ich 100 Millionen, 1000% Maus filmen, Digga. Das wird auch noch kommen. Am 14. kommt die neue Single Mahalle. Deswegen sind wir hier in der Türkei. An dieser Stelle muss ich kurz sentimental werden. Danke auf jeden Fall an jeden, der die Songs hört, der die Box vorbestellt. Ihr seid die Besten. Wir haben den geraden Weg gefunden. Ich habe nochmal die Kurve gekratzt. Ich bin sehr, sehr, sehr stolz auf das Album. Auch das Lied, was ich hier aufnehme, ist ein sehr geiles Lied geworden. Auch danach die Single habe ich schon geplant. Die ist auch brutal. Auch wenn die Verkäufe jetzt nicht gut laufen würden, habe ich wenigstens ein geiles Projekt gemacht, ein geiles Produkt hergestellt, wofür man sich nicht schämen muss, worauf man stolz sein kann. So, und hier habe ich gemerkt, so, bei solchen Sachen ist es eigentlich jemandem scheißegal. So, wenn man stolz auf etwas ist, dann ist es scheißegal, was die anderen drauf denken, so davon halten. Weil ich bin einfach überzeugt davon, von diesem ganzen Projekt, was hier läuft. Mit Kunde des Königs 2. Die können sagen, mir gefällt es nicht, aber keiner kann sagen, es ist schlecht. Und das ist das Geile. Wenn einer sagt, es ist schlecht, dann ist es einfach nur nichts drin. Aber so, was ich akzeptiere, ist, kann einer sagen, ist nicht so mein Ding. So, weißt du, ist, so feiere ich nicht. Aber man kann es nicht schlecht reden. Was geht denn? Wenn euch das Gefühl dir gefallen hat, da war gar nichts. Alle Links zu meiner Box sind in der Videobeschreibung. Ich küsse Augenland.